Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 18. April. Da zeigte der Auferstandene den Jüngern die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Johannes 20, Vers 20. Man versteht dies Wort in seiner Schönheit nur, wenn man den Hintergrund kennt. Der Hintergrund sind einige biblische Geschichten, die von den Begegnungen mit dem Herrn berichten. Da sind Adam und Eva. Frech haben sie sich über Gottes Gebote weggesetzt. Nun hören sie den Herrn Schritte im Garten. Da laufen sie weg und verstecken sich vor ihm. So hält es seitdem der natürliche Mensch. Man flüchtet vor Gott. In Arbeit und Unruhe, in Weltanschauung und Phrasen. Dann die gewaltige Geschichte vom Sinai. Die Kinder Israel sind um den Berg versammelt. Aber als der Herr in der dunklen Wolke erscheint und der durchdringende Posaunenton erklingt, da laufen sie weg. Wir können nicht stehen vor dem Herrn. Ja, nun müssen wir noch eine Szene aus der Offenbarung des Johannes sehen, wo das Kommen des Herrn in Herrlichkeit geschildert wird. Da wollen die Menschen fliehen und sie rufen: Ihr Berge, fallt über uns und versteckt uns. Immer dasselbe. Der Mensch hat Furcht vor der Wirklichkeit der Offenbarung Gottes. Und das mit Recht. Wo wollen wir bleiben mit unseren Sünden, wenn er uns begegnet? In unserem Wort aber ist es so ganz anders. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Hier ist alle Furcht verschwunden. Warum? Da zeigte er ihnen die Hände mit den Nägelmalen. Nun verstehen die Jünger das Kreuz. Es bedeutet Vergebung, Versöhnung mit Gott und Liebe Gottes. Im Kreuz ist Friede für Menschen, die vor Gott fliehen mussten. Herr, zeige auch uns deine durchgegrabenen Hände, auf dass wir Frieden haben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.